Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Wett mit mir, Suicide Cat. Ja, in der letzten Folge sind wir immer noch den Simmons hinterher, haben uns im Parkhaus durchgeschlagen, haben eine ausgezeichnete Bewertung bekommen und nun schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich würde sagen, wir haben ordentlich Randale im Parkhaus angerichtet. Also, weiter Ruby. Einfach auf der Straßenbahn hinterherfahren. Nice. Chinatown Durchlauf. Getötete Gegner 119, akrobatische Kills 89%. Brunnengebiet durchschnittlich, Parkhaus ausgezeichnet, neue zusätzliche Inhalte freigeschaltet. Nice, nice, nice. Und dann gehen wir mal noch in Verbesserungsgeschäft. Schau mal, Waffenverbesserungen, Feuerrate der Pistolen. Ja, können wir alles noch nicht aufbessern. Haben noch nicht genug Punkte dafür. Okay. Da habe ich wohl beim letzten Mal aus Versehen ins Hauptmenü geskippt. Das kann natürlich gar nicht sein. Okay, also fortsetzen. Wir verfolgen jetzt immer noch den Simmons, der unsere Truhe bei sich trägt. Schauen wir mal, ob wir ihn heute erwischen. Boah, der kann ja echt nicht fahren. Na komm her, zack! Na komm her, Simmons! Erwischt! Yeah, das ist doch mal actionlastig! Yeah, auch den hätten wir erwischt. Boah, hier geht's ja ab. Und zack, Wandlauf. Und zack, weg mit deinem Arm. Ich werd nicht gern beschossen. Wow, 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 wow. Und jump! Nice! Ruby, du hast es drauf! Das war's, Leute! Ja, yeah, das war's, Leute! Das war's für euch! Jump! Nice. Komm, Simmons, wir kriegen dich. Nächster. Genau, nächster. Yes. Alter, das geht gerade so dermaßen ab. Richtig nice. Oh oh. Ich ahne Schreckliches. Los, Ruby, gib Gas. Nice. Gut gelöst. Und auch dich werden wir kriegen. Autorandale. Wow. 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 Wow.
Boah, die Musik einfach göttlich. Nice. Alter, halte doch mal still. Und zack. Und aufs nächste Auto. Und nochmal. Jetzt haben wir ihn. Genau, tu ihn aufweigen. Wir haben die Kiste, jawoll. Bam. Tja, da liegt Simmons. Hilf mir! Hilf mir! Du musst mir helfen! Ich muss gar nichts. Verdammt! Ich spüre meine Beine nicht! Ich spüre meine verdammten Beine nicht! Du Nutte! Du elende Schlampe lässt mich hier hängen! Du verdammtes Miststück! Ah. Du hättest bei Ich spüre meine Beine nicht aufhören sollen. Richtig badass, unsere Ruby. Richtig, richtig badass. Nice. Fahrzeuggemetzel. Dann schauen wir doch mal ins Verbesserungsgeschäft. Ja, wir haben nicht sonderlich viele Punkte von Stangenschießen. Ja, am Rand des Chaos. Ruby schießt mit einer Hand, während sie sich auf Simpson bewegt. Ziehe es sich mit den Füßen auf den Boden oder Wandkontakt haben. Drücke RT zum Schießen. Ja, würde ich ja gerne. Und ich würde auch gerne meine Feuerrate der Pistolen oder Kugelschaden oder sogar den Schwertschaden nach oben setzen. Aber das können wir uns leider noch nicht leisten. Also weiter. Pfeif die Hunde zurück. Es geht dir gut. Sag ihm, es ist da. Dr. Morris, bitte. Dr. Morris, bitte zum Empfang. Dieses Herz ist die Rettung für Ihren Vater, Mr. Eckers. Ohne würde er die Nacht nicht überstehen. Wir halten Sie über seinen Zustand auf dem Laufenden. Darum ging es also. Die Feinde meines Vaters. Meine Feinde wollen seinen Tod. Deinetwegen wird er am Leben bleiben. Danke. Da ist noch die Sache mit meiner Bezahlung. Ja, natürlich. Die Summe, die wir vereinbart hatten? Ja, das ist Ruby. Nun haben wir endlich das Herz abgeliefert, das wir von Anfang an hätten haben müssen. Und deshalb wird der Kollege Eckers überleben. Ein Jahr später, irgendwo in Texas. Bethesda Softworks präsentiert eine Produktion von Artifactual Mind and Movement. Wett.
Daheim ist es am schönsten. Willkommen auf dem Flugzeugfriedhof, Rubys Unterschlupf und Trainingsgelände. Mach dich an die Aufgaben und beweise dein Können. Ja, das werden wir dann doch sogleich machen. Also, auf mit uns nach oben! Begib dich in die Startposition für die Aufgabe. Ja, komm, Ruby, du kannst das. Drücke Y, um die Aufgabe zu starten. Ach so, hätten wir da drüben Y drücken müssen. Tut mir leid, Leute, dann müssen wir eben nochmal rüber. Ja, wie komme ich denn da wieder rüber? Das ist eine gute Frage. Ah, hier komme ich wieder hoch. Sehr nice. Gut, ich dachte schon, wir haben jetzt vollkommen verschissen, aber nein, alles gut. Also, laufen und feuern Aufgabe für Pistolen. Erreiche das Ende des Aufgabenpfads, bevor die Zeit abläuft. Zerstöre mit Rubys Pistolen unterwegs Zielfelder. Jedes Zielfeld 2 Sekunden. Da sind wir doch glatt dabei. Zielfelder. Durch jede Durchquerung eines Feuerrings wird ein Radkappenauslöser aktiviert. Schieße mit automatischer Zielerfassung auf Radkappenauslöser und zerstöre durch manuelles Zielen Zielfelder. Ja, das war wohl nichts. Okay, auf ein neues. Okay, wir werden auf jeden Fall keine Top-Bewertung erhalten, aber wir werden eine Bewertung erhalten. Nice. Nice, die hätten wir erwischt. Aber jetzt werden wir es erwischen. Nein, doch nicht mehr. Na gut, dann halt nicht. Aber dieses Ziel hätten wir erwischt. Und jetzt auf nach oben, Ruby. Du kannst das. Nice. Wo geht's weiter hier runter? Jawohl, okay. Und ab durch das nächste. Schade, hat leider nicht funktioniert. Und hier durch. Und wir sind im Ziel. Gewonnene Medaillen. Gold. Oder? Nein, Bronze. Bronze. Naja, egal. Ringstrafen 0, Zielbonus, ja, ist okay. Ich würde sagen, wir lassen es dabei. Nice. Besteige das Flugzeug und gehe an die Gatling-Kanone. Das würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Für dieses Mal sind wir fertig. Beenden und ins Menü. Jawohl, die Aufnahmesession ist es nämlich vorbei.
Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir doch ein fettes Like für das Projekt da, würde mich sehr freuen. Bis dann, ciao!